Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe schon mal ein Video gemacht von Pitaka, und zwar das sind diese Handyhüllen, die was spezielle magnetische Felder eingebaut haben, wo man halt dann die auf eine Halterung drauf klipsen kann und die dann gleich wireless chargen. Ja, ich habe jetzt ein anderes geholt, weil das ist zwar gut, aber ich wollte einfach mehr Schutz. Ich wollte für mein iPhone mehr Schutz bieten. Und zwar, da habe ich mir jetzt geholt, und zwar das Rundherum Case, wo einfach sogar so Bumpers eingebaut sind. Und das möchte ich jetzt mit euch unboxen, kurz testen. Und damit der Schutz halt noch besser garantiert ist, habe ich mir dann sogar noch von der Firma eine Panzerglasfolie geholt. So, hier haben wir jetzt noch einmal alles, und zwar hier die Halterung von Pitaka, die verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung, und natürlich nochmal die andere Hülle, die ist auch nochmal unten für euch in der Videobeschreibung. Ja, und wenn ich jetzt hier raufklipse, sollte es laden? Ja, es lädt, das ist einmal super, somit können wir uns jetzt auf diese zwei Produkte konzentrieren. Und zwar hier haben wir jetzt den Bumper, die Bumper-Version würde ich jetzt sagen, also noch besserer Schutz. Ja, machen wir es einfach mal gemeinsam wieder auf. Und hier ist wieder so eine magnetische Öffnung. Und hier ist auch schon die Bumper-Version. Und ja, da ist schon ein bisschen mehr Wumms dahinter. Das heißt, die kann einmal wirklich runterfallen, das Handy. Und es sollte wirklich besser geschützt sein. Weil beim alten ist mir so vorgekommen, wenn das mal runterfällt, dann könnte ja vielleicht ein bisschen doch was reinbrechen. Weil oben ist nicht so der spezielle Schutz. Und hier ist auf jeden Fall mehr Schutz geboten. Ja, und damit der Schutz halt wirklich aufrechterhalten wird, natürlich eine passende Panzerglasfolie dazu. Hier steht zwar noch das iPhone X, ich habe das iPhone 11 Pro, aber das ist halt die gleiche Displaygröße. Schauen wir mal, wie das von dem hier ausschaut und was hier alles dabei ist. Oh, das ist einmal sehr gut, somit haben wir eine Schablone, wo wir dann die Folie reingeben. Und thank you wieder. Und hier ist das alles drinnen. Machen wir das mal zusammen auf, wenn wir es schaffen. Und hier sollte jetzt alles drin sein, angefangen von Reinigungszubehör und der Panzerglasfolie. Sogar noch eine kleine Anleitung. Panzerglasfolie ist oben, jetzt kommt das Handy dann noch in die neue Hülle hineingepfercht. Ist jetzt auch drinnen. Und ja, es ist halt jetzt schon ein bisschen klobiger, das Ganze, aber ich glaube, hier ist auf jeden Fall eine sehr gute, ein sehr guter Schutz geboten. Schauen wir mal, ob es auch magnetisch ist und lädt. Ja, es ladet, das ist eigentlich das Wichtigste. So, das war es jetzt schon mit dem Unboxing und mit dem kurzen Test von der neuen Hülle von Pitaka. Stoßfest sollte sie auf jeden Fall besser sein als die alte, weil da ist ein bisschen mehr Gummi drauf. Panzerglasfolie ist drauf. Eines muss ich nur sagen. Die Halterung oder die Schablone ist ja zwar recht cool, aber ich schaffe es einfach nicht, dass die Panzerglasfolie wirklich keine einzige Blase drin hat. Also ich weiß nicht, wie das die ganzen Leute in dem Handyshop schaffen. Die müssen da wirklich eine spezielle Maschine dafür haben, weil ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, dass es wirklich blasenfrei ist. Es ist immer ein kleines Bläschen drin. Ja, aber das soll jetzt nicht der Kritikpunkt sein. Vielleicht stelle ich mich nicht gut genug dafür an und andere vielleicht besser. Auf jeden Fall, ich werde das jetzt weiter testen von der Firma Pitaka. Coole Sachen, was die eigentlich am Start haben. Und ja, jetzt war die vorige Hülle oder Schale, Handyschale schon recht cool, aber die sollte jetzt noch viel besser sein und natürlich auch die Panzerglasfolie. Ja, was sagt ihr zur Firma Pitaka? Habt ihr euch da schon ein bisschen was angeschaut? Würde mich interessieren, was ihr da so am Start habt oder andere Hüllen. Und ja, schreibt es uns unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Die Links von diesem Produkt und von den anderen noch einmal für euch unten in der Videobeschreibung. Ich sage auf jeden Fall danke fürs freundliche Zusehen und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.